Auf YouTube gibt es viele Fortnite-YouTuber. Manche spielen irgendwelche Skins und manche haben Main-Skins. Und von diesen Main-Skins zeige ich dir heute 10 von 10 bekannten YouTubern. Ich hoffe, du bleibst bis zum Ende dran, wird mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Falls dir das Video gefällt, dann kannst du es gerne mit einem Like zeigen. Und falls du keine weiteren Skin-Kombo-Videos verpassen willst, dann abonniere auch den Kanal und aktiviere die Glocke. Heute zeige ich euch aber keine Skin-Kombos, sondern nur Skins von YouTubern, die sie eigentlich immer spielen. Dein Lieblings-YouTuber wird sogar vielleicht dabei sein. Deswegen hoffe ich, dass du jetzt bis zum Ende dran bleibst und viel Spaß mit dem Video. Kommen wir zum ersten Platz, nämlich Steel. Das ist ein sehr bekannter Fortnite-YouTuber, der die neuesten Update-News zeigt und relativ gut in Fortnite ist. Sein Main-Skin ist auf jeden Fall der Fish-Stick-Skin. Diesen Skin spielt er fast immer mit dem Golfschläger, aber hier soll es ja gar nicht um Skin-Kombos gehen. Auf jeden Fall spielt er den Fish-Skin fast jede Runde, die man in seinen Videos sehen kann. Und deswegen ist es auf jeden Fall sein Main-Skin. Kommen wir zu einem richtig bekannten YouTuber, der auch Songs macht, nämlich ApoRed. ApoReds Songs sind jetzt nicht die besten, aber seine Fortnite-Videos sind auf jeden Fall richtig cool. Und in Fortnite spielt er vor allem richtig oft den Rote Jade-Skin. Oder Jade, wie auch immer man es sagen will. Diesen Skin spielt er auf jeden Fall richtig oft und ich finde, es ist auf jeden Fall ein richtig cooler Skin. Kommen wir zur Nummer 3. ApoReds Kollegen, nämlich Nasty. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Er spielt auf jeden Fall oft den Kommando-Skin. Ich glaube, so heißt der, sonst blende ich euch jetzt den richtigen Namen ein. Den spielt er auf jeden Fall eigentlich in jedem Video. Er hat sich auch letztens, glaube ich, gezeigt. Und das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Auf dem nächsten Platz ist Maxify. Der hat sich ja auch letztens gezeigt. Und der ist auf jeden Fall ein richtig unterhaltsamer YouTuber. Er hat sogar mehrere Kanäle. Spielt jetzt nicht mehr so viel Fortnite, sondern eher Among Us. Aber spielt auch noch zwischendurch Fortnite. Und in Fortnite spielt er entweder immer den Hasen-Skin oder den Rex-Skin. Und ich finde, der Rex-Skin passt auf jeden Fall richtig gut zu Maxify. Weil sein Motto ist ja der Dino. Er hat ja auch immer in jedem Video den Dino-Anzug an. Und deswegen passt der Skin auf jeden Fall richtig gut zu ihm und den spielt er auch fast immer. Ja, kommen wir zum nächsten Platz. Ja, auf dem nächsten Platz ist der YouTuber Trymix. Er hat schon länger als einen Monat keine Fortnite-Videos gebracht. Aber ich denke, in 2 Tagen in der neuen Season wird er auf jeden Fall auch wieder Fortnite-Videos bringen. Trymix spielt auf jeden Fall richtig oft den Fishstick-Skin, genauso wie Steel. Ist ja so bekannt für seine Lostheit, dass er tollpatschig ist und so. Und deswegen spielt Trymix auch ihn, weil ihr wisst, der Trymix ist nicht so der beste Fortnite-Spieler. Kommen wir zum nächsten YouTuber, nämlich zu Braxis. Und ich denke, ihr wisst es alle, er spielt jedes Video den Petey-Skin. Braxis ist der Anführer der Banana-Gang und deswegen spielt er den Skin natürlich auch immer. Der nächste YouTuber ist Braxis Kollege, nämlich Wannabe. Wannabe spielt eigentlich immer den Iconic-Skin, sieht man ja auch an seinem Profilbild. Und ich finde, der Skin ist auf jeden Fall richtig cool. Kommen wir zum vorletzten Platz, nämlich It'sAZTV. Und ich denke, ihr wisst es alle, er spielt immer den Nussknacker-Skin. Kann man ja auch wieder mal an seinem Profilbild und Banner sehen. Der Nussknacker-Skin ist auf jeden Fall ein richtig cooler Skin. Der wird ja auch bald an Weihnachten wieder in den Shop kommen. Aber jetzt kommen wir auch schon zum letzten Platz, nämlich der YouTuber Standard-Skill. Standard-Skill ist ja dafür bekannt, dass er sich jeden Fortnite-Skin kauft. Und dann spielt er auch immer die neuen Skins, die rauskommen. Aber wenn gerade mal lange Zeit kein neuer Skin rauskomme, spielt er immer den Renegade Raider Skin. Das ist ja einer der seltensten Skins in Fortnite. Der Skin ist auf jeden Fall richtig cool und übelst OG und den spielen auf jeden Fall nur Schwitzer, auch wenn Standardskill relativ schlecht ist, würde ich mal behaupten. Sorry an die Standardskill-Fans. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Liked es gerne, teilt es mit euren Freunden und ciao.